bin der Andreas von der KNS und heute schauen wir uns mal den Modern Part aus der Choreografie, die ihr vorher gesehen habt, an. Fangen wir doch einfach an. Wir haben einen kleinen Unterschied zu Hip-Hop. Wir zählen nicht jeden halben Count durch, sondern können ein bisschen mehr fließen. Heißt nicht, dass wir auf bestimmten Counts nicht an derselben Stelle sein wollen. Vor allem, wenn wir es mal zu zweit tanzen und da eine Übereinstimmung haben wollen, die ihr ja vorher in der Choreografie gesehen habt. Ich mache wieder wie Lara spiegelverkehrt für euch. Wir stehen mit den Beinen ein bisschen breiter, so breit wie die Hüftgelenke ungefähr da, haben das Gewicht satt in den Fußsohlen, im Boden und die Knie ein bisschen durchlässig. Also wir sind nicht gestreckt und nicht mit der angespannten Muskulatur, sondern eher locker, ein bisschen Gewicht im Po. Das ist unsere Ausgangsposition. Und wir fallen auf unser linkes Bein nach vorne und lassen den Kopf dabei fallen. Ja, das heißt, ich habe mein Gewicht ein bisschen am Anfang auf rechts, sodass ich mein linkes Bein vorfallen lassen kann. Das Ganze ist wie ein Rebound. Das heißt, es ist wie wenn ich in ein Trampolin steige und das schiebt mich wieder zurück. Runter und hoch. Ja? Nur das Ganze nach vorne ausgerichtet. Linkes Bein geht vor, mit dem Ausatmen am besten. Dann kriege ich so einen richtig guten Drop. Runter, zurück. Ja? Wenn wir zurückkommen, müssen wir auf eins achten, das Gewicht sofort wieder auf rechts verlagern. Ja? Hier, links geht vor, Rückgewicht auf rechts. Denn ich muss mein linkes Bein jetzt wieder rausschieben können und gehe zur Seite rüber. Ja? Dann geht es auch wieder zurück, aber das kommt als nächstes. Noch einmal, wir kommen hier vor. Zurück, Gewicht auf rechts, links geht raus und hoch. Und unser Becken macht ein kleines U, wie eine Halfpipe. Geht runter und zur Seite raus. Für den letzten Move haben wir jetzt noch einen Oberkörper. Schauen wir uns das mal an. Unser Kopf geht nach rechts, kreist nach vorne und geht links wieder hoch. Ja? Kopf rechts, kreis nach vorne, links wieder hoch. Und das passiert während diesem U, das mein Becken macht. Heißt, Kopf geht hierher, das hilft auch, das linke Bein freizukriegen. Raus und hoch. Und wenn ich hier bin, steigt der Arm über die Seite hoch und geht über meinen Kopf. Das geht allerdings relativ schnell. Setzen wir die beiden Sachen einmal langsam zusammen. Wir haben runter und hoch, raus und über. Ja, noch einmal, links geht vor und runter und hoch, links raus und über. Jetzt gebe ich den Arm nach unten, verlagere mein Gewicht wieder aufs rechte Bein und gehe hier nach unten in die Hocke auf meinen linken Fuß runter. Ja, noch einmal, ich war hier, ich gehe zurück auf rechts, steig auf links runter. Ihr kennt den Schritt ähnlich von der Lara, die macht es bloß mit dem anderen Bein. Und der Trick ist, wir wollen zur selben Zeit unten sein. Das heißt, vorher haben wir nicht so viele Counts, aber hier auf der 6 ist die Lara unten gewesen, sollten wir auch unten sein. Gehen wir es mal ohne Zählen durch nochmal. Wir haben vor und hoch befrei, links raus, über, auf, rechts und runter. Kleinen Tick schneller. Und vor und hoch, side und ab, runter, raus. Die Arme sind dabei total frei. Nur dieser eine Arm über Kopf. Counts. Wir haben 1 und 2. 3 und 4, geh durch, 5, runter, 6. Ja? Nirgendwo wirklich stoppen, sondern fließen durch. Ja? Das ist der Gegensatz zum Hip-Hop. Da haben wir die Gesten, die stark abgesetzt und gestoppt sind. Hier haben wir einen freien Fluss. Daraus beziehen wir unsere Spannung. Jetzt, wenn ihr hier unten seid, und da könnt ihr euch jetzt wieder Zeit lassen, da seid ihr nicht an Counts direkt gebunden. Lasst ihr den Po fallen, fangt euch ab. Das heißt, meine rechte Schulter muss runter zum Boden, um mich abzufangen. Und dann rolle ich einfach auf den Rücken. Den Arm nehmt ihr am besten hier über Kopf und ihr liegt einfach auf dem Rücken. Ja, nochmal das. Ihr seid hier runter. Ihr lasst den Po fallen.
Die linke Schulter fängt euch ab, der linke Arm geht über Kopf raus. Ja? Wenn euch das zu schnell ist, den Arm so weit hier rüber zu kriegen, könnt ihr den Arm einfach auch hier zur Seite nehmen. Kein großes Problem. Das wäre die erste 8. Da sollten wir ungefähr auf der 8 da sein. Wenn wir erst auf der 1 von der zweiten 8 drauf sind, ist es auch kein großes Problem. Aber so ungefähr in dieser Richtung sollten wir ankommen. Gehen wir nochmal von vorne bis dahin. Linkes Bein geht vor und drop und hoch, raus und über, 5 runter, 6 Fall, 7 und öffne. Noch einmal, es ist schnell. Ihr könnt jederzeit auf den Rewind-Knopf drücken und euch das Ganze nochmal langsam anschauen. Ihr könnt es für euch einfach mal kurz auf Pause drücken, für euch selber nochmal langsam durchmachen. Jederzeit, das ist das Vorteil von solchen Videos. 6, 7, 8 und runter und hoch und side und aus, runter und drop, drop und öffne. Einen ganz kleinen Tick schneller ist es jetzt mit der Musik. Probieren wir es doch mal aus. Ich zähle euch ein. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt geht's los. Drop und down und über, down und Fall. Ihr seht schon, wir können da ein bisschen später bleiben. Lasst es uns einfach nochmal probieren. Wenn ihr ein bisschen später herauskommt, kein Beinbruch. Probieren wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und drop. Hoch, runter und 5, down. Drop. Super. Jetzt gehen wir an den zweiten Teil. Wir sind gerade hier runtergerollt. 8, vielleicht die 1. Wir drehen uns weiter zur anderen Seite. Das heißt, die linke Schulter kommt hier vor. Der Arm geht am besten über Kopf. Wenn ihr den Arm einfach hier aufgenommen habt, könnt ihr ihn auch hier hinnehmen. Ich bevorzuge den Arm über Kopf. Und während wir hier nach rechts fallen, schieben wir das linke Bein einfach nach unten weg, sodass es streckt. Und jetzt können wir uns ruhig abdrücken mit den Händen und hier rüber gehen und fangen uns auf beiden Händen auf. Ja, noch einmal. Wir waren hier auf dem Rücken, sind abgerollt, rollen einfach weiter, schieben das rechte Bein raus, rollen über den Po und fangen uns ab. Jetzt von hier bleibt der Körper oben. Ich rolle nochmal über den Po, nehme das linke Bein in den, das rechte Bein, Entschuldigung, in den Boden, bringe das linke Bein nach vorne. Die Position kennt ihr. Die hat Lara hier drüben genauso gemacht, nach der Drehung auf dem Knie. Das Aufstehen ist ganz, 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 ganz gleich. Noch einmal. Aus. Nach rechts fallen. Fuß raus. Fang dich ab. Roll über den Po. Stell das linke Bein auf. Und das nimmst du jetzt ein bisschen weit von dir weg und gehst das Gewicht rüber, sodass dein rechtes Bein frei wird. Wir ziehen nur mehr hier raus auf das rechte Bein, stellen den linken Fuß an, drehen ihn ein und dann fallen wir. Was wir da machen, ist ein klassischer Modern Move aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das ist ein Step Draw. Aus. Da gibt es noch Fotos in Schwarz-Weiß. Wir nehmen einfach den mal. Wir sind hier auf den Knien, gehen raus. Der Arm zieht, jetzt klappe ich ein und ich falle einfach. Das ist meine Endposition. Also fast wie das, mit dem ich angefangen habe. Schauen wir nochmal an, wie wir vom Boden hochkommen. Wir hatten hier die Hände aufgestellt. Wir rollen über den Po, steigen weit auf links raus, sodass rechts frei wird, ziehen auf rechts, klappen ein. Nehmen wir nochmal die gesamte zweite 8. Wir rollen hier ab. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Und dieses Ziehen hat den Vorteil, dass wenn ihr ein bisschen zu früh seid, dann zieht es ein bisschen raus, sodass ihr auf die 8 fallt und mit Lara wieder zusammenkommt. Oder dass ihr ein bisschen schneller seid, wenn euch die Zeit fehlt. Probieren wir es einmal, diesen zweiten Teil mit Musik. Ich zähle euch wieder ein. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Und jetzt war ich zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Lasst die Musik einfach laufen. Ich war zu langsam. Probieren wir es nochmal. 5, 6, 7 und geh weiter. Aus und aus und drop. Das wäre das Tempo. Ja? Probieren wir es noch einmal trocken. Lass es uns von vorne trocken anfangen. Wir hatten Schritt mit links nach vorne. Drop, hoch, down und hoch, aus und vor und roll ab und vor und Bein, Fall und Roll rück, aus und ab und drop. Ich weiß, es ist schnell. Wieder Rewind, üben, Halftime, was immer ihr braucht. Zum Schluss probieren wir es einfach mal mit Musik. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben und drop, up, down und runter in den Boden und über und fall, umdrehen, step, drop. Wir machen es gleich noch einmal. Ready? Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben und drop, up, down und vor und roll up. Und Fuß, Fall, Step, Drop. Super. Wenn ihr jetzt das noch zu zweit einstudiert, dann könnt ihr diese beiden Choreos miteinander verbinden und schauen, was ihr draus macht. Macht riesen Spaß. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Tutorial. Bleibt bei der KNS.